Hallo zu einer neuen Ausgabe von LASK TV. Ja, wir begleiten diese Woche mal unsere Mannschaft bei einer Teambuilding-Aktivität, und zwar Canyoning in Klaus. Und wie es dabei so zur Sache gegangen ist und wer seine Ängste überwunden hat, das sehen wir uns am besten jetzt an. Oliver, heute bei der Teambuilding-Maßnahme, was stand da besonders im Vordergrund? Ja, das Wichtigste war einmal ein bisschen eine Ablenkung vom Trainingsalltag. Wir haben sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv trainiert und einfach einmal rausgekommen, außen oder weg vom Trainingsplatz gekommen, und ist aber ganz fesch. Man sieht da ein bisschen die Mutigen, ein bisschen die Ängstlichen, und wir haben alle Charaktere in der Mannschaft, aber es war hat richtig Spaß gemacht und war eine tolle Abwechslung. Christian, es waren schon einige Vorbereitungen auch in deiner Karriere. Wie gut tut da so eine Abwechslung, wenn man hier beim Canyoning einmal seinen Mut auch zeigen muss, fernab vom Fußballplatz? Ja, sehr gut. Ich glaube, wenn man sieht, wie schön das da bei uns in Oberösterreich ist, und dann die Kombination, die schöne Natur und ein bisschen Action, ist natürlich eine willkommene Abwechslung im Trainingsbetrieb, vor allem jetzt in der Vorbereitung, wo es wirklich hart zur Sache geht.